Red Send Zone. Hallo YouTube, das ist der Philipp mit F von Red Send Zone und da ich erst um 10 vor 10 mit meiner Klasse ins Kino gehe, habe ich jetzt noch kurz Zeit, um euch ein nettes Tutorial auf Anfrage von einem User zu geben. Ja, wir haben ein ziemlich schönes Bild, wie ich finde, und wir wollen heute, oder ich zeige euch heute, wie ihr diese ziemlich harten Ecken abrundet. Das geht mit ein wenigen Klicks und fangen wir einfach mal an. Als erstes müsst ihr dieses kleine Schlösschen hier, was hier ist, das Schloss, müsst ihr nehmen und hier runter in den Papierkorb ziehen. So könnt ihr es löschen. Jetzt ist das der Hintergrund entriegelt und er wird zur Ebene 0 umbenannt. Widmen wir uns wieder dem Bild. Gehen wir auf das abgerundete Rechteckwerkzeug. Das ist unter dem Werkzeug mit dem Mauszeiger. Hier gibt es auch ein Rechteckwerkzeug, ein Ellipsewerkzeug, ein Polygonwerkzeug, ein Linienzeichnerwerkzeug und ein eigene Formwerkzeug. Uns interessiert ja das abgerundete Rechteckwerkzeug. Und jetzt setzen wir unser Fadenkreuz, sage ich jetzt mal, setzen wir hier an der oberen Ecke an und ziehen es so runter, je nachdem, welche Breite und Höhe ihr noch von dem Bild später haben wollt. Das passt jetzt ziemlich gut. Ihr seht ja, hier ist eine graue Fläche drüber. Und hier oben sieht man auch ganz wenig die Ecken davon, von dem Bild. Aber das wird man später trotzdem schon bemerken, obwohl es nur der kleine Unterschied hier ist. Jetzt habt ihr Form 1. Diese Form 1 zieht ihr jetzt runter auf die Ebene 0. So. Jetzt seht ihr hier, die Ecken sind weg. Und jetzt löscht ihr einfach Form 1. Und ihr seht, das Bild hat abgerundete Ecken. Diese abgerundeten Ecken, dort sieht man jetzt natürlich den Hintergrund. Ich weiß nicht, wie ihr ihn deaktivieren könnt, aber ihr könntet jetzt zum Beispiel in den Einstellungen einstellen, dass ihr bestimmte Teile von dem Bild transparent macht und dann habt ihr ein abgerundetes Bild. Aber so, wenn ihr jetzt mal genau ranzoomt, ich gehe jetzt mal auf 100, seht ihr, dass hier die Bilder abgerundet sind. Und hier seht ihr halt noch den Hintergrund. Gehen wir noch ein bisschen näher ran. Da können wir es vielleicht noch ein bisschen deutlicher sehen, vielleicht noch 300%. So. Hier seht ihr es noch mal ein bisschen genauer, wie das genau abgerundet ist. Ja, das war's jetzt eigentlich auch schon. Also so bekommt ihr in wenigen Schritten diesen netten Effekt bei Bildern eigentlich hin. Sogar mit so einem komplizierten Programm wie Photoshop. Also, Foto entriegeln, das heißt Schloss in den Papierkorb werfen. Dann eine Form mit einem abgerundeten Rechteck genau über das Bild drüber ziehen oder je nachdem, welchen Abstand ihr jetzt haben wollt. Später dann diese Form 1 auf den Hintergrund ziehen, hier in der Ebene, in dem Ebenenkanal, und dann einfach die Form 1 löschen. Und schon habt ihr das nette Resultat. Ja, das war's jetzt von mir. Ich muss auch bald los. Und ja, bis später.